Nobby, wo sind eigentlich deine Türtafeln? Warum fährst du denn ohne Türtafeln durch die Gegend? Wann kommen endlich die Türtafeln rein? So, das waren die Fragen von den letzten, keine Ahnung, 2 Jahren, seitdem ich die Türtafeln abgebaut habe. Heute kümmern wir uns darum, dass die endlich frisch bezogen werden. Viele von euch werden sicherlich wissen, dass sie mit Carbon laminiert wurden von der Faserschmiede. Mega krass geworden. Seitdem lagen sie aber leider nur rum. Bis ich vor einigen Wochen endlich den Entschluss gefasst habe, dass ich sie zur PS-Sattlerei bringen muss, unbedingt. Und habe gesagt, ey Dennis, wir müssen die Teile jetzt endlich mal beziehen. Auf jeden Fall müssen wir die fertig kriegen. So, heute ist der Tag gekommen. Dennis hat gerade angerufen, hat gesagt, komm vorbei, wir machen die jetzt fertig. Und der Valeri, der Mitarbeiter von Dennis, der wird heute nebenbei auch einer der begnadetsten Sattlern, die ich jemals kennengelernt habe. Der hat es halt einfach wirklich krass drauf. Für diejenigen, die das Lenkrad aus dem Touran kennen, das wurde auch bei der PS-Sattlerei gemacht mit dem Forged Carbon. Und es ist für mich das Lenkrad, sagen wir es mal so. Es ist wirklich das Lenkrad. Ein geileres habe ich tatsächlich noch nie gehabt oder noch nie gesehen, gerade im Touran. Und genau. Wobei, man muss ja sagen, es sieht ja eigentlich gar nicht schlecht aus, ne? Außer dieses Rumgebamsel, das ist halt ein bisschen nervig gewesen. Aber man hat sogar Griffe. Die haben schon mitgedacht, ne? Für die Drifter. Ja, wenn die ohne Türtafeln, Gewichtsreduzierung. Wenn ich bei meinem Golf die Türtafeln abmache, dann habe ich, glaube ich, da keine Griffe mehr dran. Also, dann wollen wir mal hindüsen. Ich filme das Ganze mal mit, wie die produziert und hergestellt werden oder beziehungsweise wie die bezogen werden. Es wird sehr dezent, es wird jetzt nichts Ausgefallenes sein, so dass es sich gut fügt, weil ich nicht weiß, ob die Sitze bleiben, ob die Sitze eine andere Farbe bekommen, wie das Interieur generell am Ende aussehen wird. Nissan ist in letzter Zeit sehr wenig passiert, weil ich mir dachte, gut, viel ist hier eigentlich nicht mehr zu machen. Ich bin super happy mit dem Auto. Alles, was man jetzt zu viel machen würde oder unnötig umbauen würde, das wäre vielleicht auch so ein kleiner Wertverlust. Das wäre mir echt zu schade bei dem Auto, weil da so viel Schweiß und Geld vor allem drin steckt, dass ich da jetzt nicht einfach mit irgendwelchen Teilen rumexperimentieren will. Deswegen würde ich sagen, legen wir los. Die nächsten Schritte an dem Auto wären tatsächlich, glaube ich, doch der Motor, dass man den einmal revidiert und neu aufbaut, weil der irgendwo leckt. Nicht schlimm, also der ist halt ein bisschen ölfeucht. Ich denke mal einfach nur, dass es eine Dichtung sein wird. Aber am Ventildeckel habe ich nichts sehen können, an der Zylinderkopfdichtung habe ich nichts sehen können. Aber da müssen wir einfach mal schauen. Ich hätte ihn aber am liebsten wirklich, wie gesagt, Getriebe revidiert, Motor revidiert, dass das alles schick und geil ist da drin. Und das werden wir aber dann alles mal in der Zukunft sehen. Ne? Erstmal geht es hier drum, damit das endlich mal komplettiert wird. Ich würde sagen, wir fahren los und bis gleich. Thank you.
Geschafft. Türtafeln sind drin, Mittelkonsole ist drin. War ein bisschen Fummelei, weil einige Sachen mussten noch ein bisschen angepasst werden. Gerade die Bedienelemente Beifahrerseite, die wurde irgendwie in Japan damals beim Umbau auf Linkslenker ein bisschen modifiziert und gespachtelt und geschweißt, wie auch immer. Dementsprechend passt das jetzt halt nicht so gut rein. Da muss ich mir noch irgendwas überlegen. Die Abdeckung für die linke für den linken Türgriff von innen habe ich noch da, der muss noch bezogen werden. Und ansonsten wird die Hutablage noch fertig gemacht und so langsam würde ich mich dann von diesem blauen Innenraum verabschieden, wie den Sitzen zum Beispiel, dass man da jetzt irgendwie in so eine Schwarz-Grau-Richtung geht. Erstmal wollte ich so ein bisschen in eine abgefahrenere Richtung gehen, aber ich glaube, das braucht das Auto einfach nicht, weil es von außen so mega auffällig ist. Und das mit dem Forged Carbon ist jetzt schon absolut geisteskrank. Danke an der Stelle nochmal an die PS-Sattlerei und den Marco von der Faserschmiede. Weil das ist wirklich unfassbar krass geworden. Ich hatte schon ein Foto in der Story bei mir auf Instagram und da war die Resonanz sehr heftig. Ich bin auch super happy, es passt perfekt ins Auto rein und ja, freue mich, wenn die Saison wieder beginnt. Das Auto seht ihr, ich blende es euch hier ein, oder da, oder hier, oder da, oder da, in welcher Halle das Auto stehen wird. Es wird auf der Essen Motorshow stehen und beim Chris Reinholzmann neben Tofu Garage. Grüße Alex, da könnt ihr euch das Auto mal aus der oder in Live betrachten. Es ist bei weitem noch nicht perfekt, ne? Also es gibt super viele Sachen, die man noch nacharbeiten muss. Das mit den Türtafeln, das war jetzt ein ewiger Running Gag. Jetzt ist der Spuk auch endlich vorbei. Ja, und ich würde sagen, die Episode, ey Mann, wo sind deine Türtafeln, Nobby? Die hat endlich ein Ende gefunden. Bis zum nächsten Mal. Are you kidding me?
Thank you.